Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir wollen jetzt noch mal ein paar andere Quests machen. Wir haben eine von der Diebesgilde offen. Aber dafür müssen wir schleichen irgendwie besser werden. Wir müssen ein paar Diamanten klauen. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ich jetzt im Schleichen bin, wenn ich jetzt versuche, das zu klauen. Wo war denn das eigentlich? Wir mussten für die Diebesgilde von Narkadia von Weißhafen noch klauen. Die war doch hier, glaube ich, oder? Genau. Das sind die Diamanten. Aber die sieht uns direkt. Das erkennt man an dem kleinen... warte mal. Hier an dem kleinen Symbol da. So sieht die uns nicht, aber jetzt sieht die uns. Ihr dürft speichern. Hat die hier vielleicht noch irgendwo Diamanten rumliegen? Können wir erstmal noch nichts machen. Erst wenn wir mit Schleichen besser sind. Aber dann machen wir vielleicht nochmal ein paar Quests für die Kriegergilde. Kriegergilde haben wir jetzt gerade nichts auf. So. Ich grüße euch. Ja, quatschen wir mal mit ihr. Ihr bringt das Glück mit euch. Willkommen. Befehle. So, ich brauche jemanden, der unserem Kunden ein Codebuch zurückgibt. Codebuch? Das Codebuch, das unser Klient haben möchte, befindet sich in den Händen von Sotilde in der Taverne Südwald in Balmora. Findet das Buch und bringt es zu mir. Okay, also die Diebesgilde bestehlen. Ja, auf nach Südwald. Ich hoffe, dafür kriegen wir jetzt keine Probleme. Mit der Diebesgilde. Und wie das Skillsystem hier läuft, das ist auch eine interessante Frage. Da wollten wir uns noch schlau machen. Heute ist euer Glückstag. So, Spacula Clausius. Das geht nach Balmora. Plus 50. Hey, worum geht es eigentlich? Wo finden wir das Code? Ich euch hier nicht. Hier ist es auch nicht. Und ebenfalls nicht. Freund. Diebesehre. Achso, das sind. Ich habe jetzt Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen, vernünftig. Ich höre eure Worte. Sprecht. Ja, ich möchte gerne an dir vorbei. Da sind nur 32 Draken. Hier muss irgendwo doch ein Code sein, bestimmt. Eine Laute. Freund? Ja, ich... Gute Jagd. Ja, ich, Freund. Dankeschön. So, hier sind wir jetzt wieder am Schleichen. Gute Jagd. Also ich glaube, ich weiß, wo das Codebuch ist. Wie kann ich euch helfen? In dem einen verschlossenen Raum. Der hier ist. Sprecht nur. Ja, bitte guckt mich in diese Richtung hier an. Genau. Okay. Das kann... Solange der mich anguckt, kann ich hier nichts machen. Super. Wie weit bin ich jetzt mit Schleichen? Immer noch bei 3. Ich raffe nicht wie... Da oben war einer. So, warte mal. Wir haben ja noch das eine Buch, oder? Ne, das hat er... Das hat er uns abgenommen. Okay. So. Vielleicht dann
für die Magiergilde oder wir haben hier noch ein paar andere Quests. Lever Wachen. Da haben wir jetzt noch ein paar Texte mehr. Ich träume, dass eine hochgewachsene Gestalt einer goldenen. Mein Traum sagt eine große. Ja, okay. So, das Windschiff aus Flicken, eine Insel im Norden. Kriegergilde, das Codebuch. Der gelähmte Barbar, die Schöne und der Bandit. Diebesgilde, Diamant für Habasi. Larios Varo erzählt eine Geschichte. So. Larios Varo sagt, er habe. Wir gehen einmal kurz zu Larios Varo zurück. Würde ich sagen. Nice. So, Akrobatik machen wir noch eben auf 20, würde ich sagen. Und dann laufen wir erstmal wieder ganz normal. Hier geht's nicht weiter. Aber wir haben hier die Möglichkeit, die Kamonatong auszuschalten. Glaube ich. Vom Gefühl her bisher. Ja, aber ich finde es schön, wie schnell die Akrobatik hier jetzt aufsteigt gerade. Okay, wird später nicht mehr so schnell gehen, aber egal. Machen wir trotzdem voll. Beziehungsweise jetzt erstmal machen wir diese Folge bis 20 die Akrobatik. So, komm, schneller. Und da drinnen war der, ja. Larios Varo war hier unten, ne? Larios Varo. So, ja, geht es um die Arbeit, die ich erwähnte? Jo. Ich habe von verschiedenen Seiten etwas über eure Situation erfahren. Ich möchte euch eine kleine Geschichte. Ja, die kennen wir ja schon. Blutbad. Die finsteren Gestalten, um die sich meine Geschichte dreht, sind 5 Mitglieder der Kamona Tong. Ich weiß, es ist ein Kundschafter, ein Pfandleiher, ein Gelehrter, ein Dieb und ein Schmied. Und dass sie in Balmora sind. Glücklicherweise kenne ich ihre Namen nicht. Unglücklicherweise kenne ich ihre Namen nicht. Doch vielleicht könnt ihr sie herausfinden und wo sie zu finden sind. Dann könnte meine Geschichte ein glückliches Ende haben. Mit einem kleinen Blutbad anstelle eines kleinen Gebets. Finsteren Gestalten. Das ist die Kamona Tong. Sie sind eine kriminelle Organisation. Leider weiß ich nicht, wer zur Kamona Tong gehört. Ich bin Offizier, mir wird es niemand erzählen. Es verstößt gegen den Kodex, Offiziere etwas zu erzählen. Aber die Mitglieder der Diebesgilde hassen die Kamona Tong. Wenn ihr die Diebesgilde fragen würdet, würde man euch gerne erzählen, wer die finsteren Gestalten sind und wo sie zu finden sind. Aber ich warne euch, sie sind gewissenloser als ihr, fürchte ich. Diebesgilde. Im Kaiserreich ist die Diebesgilde allmächtig. Aber hier in Morrowind ist sie jung und schwach. Die alteingesessene und mächtige Verbrechergilde Morrowinds ist die Kamona Tong. Die Kamona Tong mag die Diebesgilde nicht. Gar nicht. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. So, was sind dann die neuesten Gerüchte hier? Seid auf den Straßen vorsichtig. Es gibt Gerüchte, dass ein Bandit unvorsichtige Reisende an Kla Ort ausraubt. Mehrere unvorsichtige Reisende sind erst kürzlich überfallen worden. Es scheint, als gäbe es einen Nord in der Nähe von Kla Ort, der die Unachtsamen ausraubt. Wenn ihr auf ihn treffen solltet, dann seid vorsichtig. Und ich wäre natürlich sehr dankbar, wenn ihr dieses Problem für mich erledigen könntet. Seid ihr diesem Nord schon begegnet? Seid vorsichtig. So, nochmal Blutbad. Ich sehe das so. Ich liebe das Gesetz. Ich liebe das Kaiserreich. Ich liebe die Menschen, für deren Sicherheit ich so viel arbeite. Doch manchmal wird halt Blut vergossen. Egal, wie engagiert wir versuchen, den Frieden zu bewahren. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Deswegen habe ich euch gebeten, diese kleine Arbeit zu verrichten. Wenn ihr wollt. Okay, aber wir haben da jetzt
für die Geschichte was Neues bekommen. Hier, die finsteren Gestalten, die Ladius Varro verschwinden lassen will, sind 5 Anhänger der Camodatong. Varro kennt ihre Namen nicht, weiß jedoch, dass es sich um einen Kundschafter, einen Pfandleiher, einen Gelehrten, einen Dieb und einen Schmied handelt und dass sie sich in Balmora aufhalten. Es scheint, als ob Varro will, dass ich die Namen der finsteren Gestalten herausfinde und sie verschwinden lasse in einem Blutbad. Ja, gut. Aber die sind alle 5 in Balmora. Das heißt, wir können einmal mit der Diebesgilde selbst quatschen, um das herauszufinden. Vielleicht wissen die mehr. So, Akrobatik auf 19, nice. Wie sieht's hier jetzt aus? Immer noch nicht. So, dann schauen wir jetzt mal. Schauen wir mal, was die Liebesgilde dazu zu sagen hat. So, komm. Gleich müssten wir die Fertigkeit jetzt auch schon auf 20 haben. Dann müssten wir, wenn ich jetzt richtig liege mit diesen 5 Punkten von den Dingern da. Warte, jetzt erstmal so Tilde. Schön, dass ihr vorbeikommt, Max. Ich bin immer froh, euch zu sehen. Braucht ihr einen kurzen Ratschlag oder sucht ihr etwas Bestimmtes? Oh, Codebuch. Nun, Mitläufer, ich werde euch erzählen, was vor sich geht. Dieses Codebuch beweist, dass die Camodatong und der Handel mit Skooma nicht ganz sauber sind. Sobald wir es entschlüsselt haben, bringen wir es der Obrigkeit und übernehmen den Handel selbst. Die Kriegergilde arbeitet für die Camodatong, seitdem Sjoring Hartherz die Führung übernommen hat. Ihr müsst euch für eine Seite entscheiden, Mitläufer. Okay. Quatschen wir mal mit dem. Wissen die, wer hier zu Camodatong gehört? Die Blauen sind die wichtigen. Wie kann ich euch helfen? Oder hier? Diebesgilde. Diebesgilde beitreten. Warte mal. Wir sind hier noch Teil der Diebesgilde. Camodatong. Die Camodatong will ich ja loswerden. Hier steht jetzt auch nichts. Sera? Weiß er vielleicht? Ja. Ich höre. Die wissen jetzt auch nichts. Wäre alles zu ein Kopfgeld. Das soll jetzt nicht euer Problem sein. Ich schätze, ich habe etwas Zeit. Was gibt es denn? Oben gibt's noch jemanden. Muzera. Wie geht es euch? Habt ihr Elfen gesehen? So. Bakula Plosius, kleines Geheimnis. So, man hat mir erzählt, dass Ladius Varro drüben in der Mondverfestung nach euch sucht. Man sagt, er will mit euch reden, weiß nicht worüber. Dann hier. Ja, ich bin der Besitzer der Südwall. Camodatong. Die Camodatong ist ein alter Bund aus unzähligen Verbrecherbanden hier in Morrowind. Und wie jeder hier weiß, gibt es einen Bandenkrieg zwischen der Diebesgilde und der Camodatong. In Balmora halten sich die Mitglieder der Camodatong häufig in der Ratstaverne auf. Passt gut auf euch auf, wenn ihr dorthin geht. Das sind keine besonders freundlichen Genossen. Sprecht nur. Ich finde da bisher nichts Neues raus. Kann ich dann machen? Mysteriöse Todesfälle in Wiebeck. Eine Insel Nord. Ja, komm, dann machen wir.
Dann gehen wir nochmal zu Kaios, weil ich weiß jetzt gerade echt nicht weiter. Dann machen wir mal halt noch eine Quest. Hauptquest. Gut, gut. So, Kaios, was habt ihr? Ihr habt doch bestimmt Befehle für mich. Wir brauchen einen aschländischen Informanten. Ich habe von einem Kerl namens Hassur Zainzubani gehört, einem Aschländer in Altrun, der das Ödland verließ, um als Händler reich zu werden. Man sagt, die Aschländer geben und bekommen gerne Geschenke. Hier habt ihr 100 Dragen, findet raus, woran Zainzubani Freude hat und besorgt ihm ein Geschenk. Übergebt es ihm und bittet ihn, euch von den Aschländern und vom Nerevarine-Kult zu erzählen. Kommt dann wieder zu mir. Der gibt mir aber auch sehr viel Geld andauernd. Bin ich aber super. Was wünscht ihr? Ich will an Ihnen vorbei, gute Dame. Springen wir erstmal nach Altrun. Boah, ich liebe die Musik einfach. Also da können wir vielleicht, boah, ich weiß jetzt nicht, wie ich eigentlich diesen anderen nackten Krieger da eigentlich befreien soll. So, Akrobatik auf 20. Und wie sieht's hier jetzt aus? Ich raff es nicht. So, erstmal nach in Richtung Caldera. Also Caldera und von da aus in Richtung Altrun. Und wir haben ja noch genug Waffen, die wir hier noch ausbessern müssen. Aber ich verstehe das Skillsystem hier nicht. Ich weiß bisher noch nicht, wo ich jetzt besser werden muss, um eine Stufe aufzusteigen, auf Stufe 11 zum Beispiel zu kommen. So, Dada wird uns gleich angreifen. Ja, komm. Das wird. Wieso treffen wir den nicht? Ah, jetzt. Gleich müssen wir rasten. Ja, komm. Triff den doch. Wechseln einmal zum jetzt. Jo, jetzt. So, dann können wir jetzt einmal den hier machen. Oh, super. Warte, hier können wir gerne mit dem hier weitermachen. Weil mit dem Stahlschwert können wir dann bei den kleinen Viechern hier üben. So, und jetzt bist geheilt. So, gehen wir auf Stärke, Konstitution und Schnelligkeit. Ihr habt eine neue Stufe erreicht, neue Stufe 12. Ihr könnt kaum glauben, wie einfach alles ist. Ihr müsst einfach nur ungewöhnliche Wege beschreiten und plötzlich ergibt alles einen Sinn und eure Taten sind von Erfolg gekrönt. Komm, die können wir aber eben beide wegmachen. So, Leiche entsorgen und hier die Leiche auch beseitigen. Wie hoch sind wir jetzt eigentlich bei Blocken? Hier.
Locken sind wir 57. Okay, das sind 10, 10, 10. 10 und 10. Also die hier werden dann insgesamt, weil das 5 sind, könnten wir maximal 50 erreichen. Bei denen weiß ich jetzt nicht, ob die auch sowas in der Richtung geben. Bei denen, ich glaube, die bringen gar nichts dann aktuell. Für einen Stufenaufstieg. So, dann warten wir hier erst einmal, bis es wieder hell ist. 9 pm. Machen wir mal so. So, und Schenkshütte. Hier haben wir einen Händler. Mal gucken, was der hat. So, genau, handeln. So, billiger, nee, Agitaut und Rattenfleisch. Ja, können wir so verkaufen. Beziehungsweise Velots Gewand. Teufels Kopffüßerhelm. 1700 ist es wert. Zählt aber als leicht. Amulett der gewaltigen Giebe. Amulett der Rückkehr. Warte mal, wir gehen mal hier auf Waffen. Eisen-Viper-Klinge, Eisenkeule. Kaiserfeuer-Kurzschwert. Silber-Claymore, Silber-Kurzschwert. Silber-Langschwert. Silber-Splitter-Axt. Silber-Splitter-Spieß. Silber-Bolzen. Silberdolch, Silberpfeile, Silberstab, Silberstreitaxt, Silberwurfpfeil, Silber, Stahlkriegshammer, Stahlwakizashi, Stahlkurzschwert, Stahllangbogen, Stahllangschwert, Stahlstreitaxt, Vulkanglas hat er hier sehr viel. So, und Kleidung. Okay, wir haben nur 450 hier Raken. Okay, gute Rüstung hat er jetzt nicht. Komm. Gehen wir mal wieder. Und suche mal den Weg nach Altrun nochmal. Wir waren in Altrun jetzt bisher, glaube ich, nur einmal. Da haben wir wieder ein Schild. Dann gehen wir mal dahin. Schauen wir mal den Weg nach Altrun nochmal an. Ja, wahrscheinlich hier. Genau, Altrun, die Richtung. Ja, komm. Ich mach dich fertig. Ja, komm. Ich will den auch treffen, ja? Jo, ein Treffer. Schwarzherzbeule haben wir uns infiziert, was? Schwerrüstung hat sich auf 49 Punkte verbessert, immerhin. Und Blocken auf 58. Noch eine. Wo kommt die
zweite jetzt her? Erstmal den hier fertig machen. Ja, komm. Gleich gehen zwei Ratten hier. Mit einer nicht geskillten Waffe. Mittlere Rüstung auch auf 52 immerhin. Ja, jetzt trifft ihn doch. Kurzwaffe auf 10 Punkte. Immerhin. Das wird noch ein langer Weg, den auf 100 zu kriegen. So, komm. So, noch ein Schlag, den da, ja. Dann haben wir den fertig. Komm. Jetzt, Alter. Gegen zwei Ratten hier. So. Jo, ich kann nicht mal... Alter. Werde ich von zwei Ratten hier verprügeln. Hey! Was ist das? Wir machen jetzt... Schnauze voll. Und wieder hier drauf. Was sind das? Pestkranke Ratte. Das ist eine normale Ratte. Jo. Eine pestkranke Ratte. Ist geheilt. Und, dann rasten wir jetzt nochmal bis 8. Erstmal gegen eine pestkranke Ratte hier. Verkackt. So, Altruhn, wo? Nee. Altruhn Hauptstraße. Altruhn ist aber auch ein etwas weiterer Weg, ja? So, hier haben wir Attribut entziehen, schwarzherzvolle Stärke, 34 Punkte zieht es mir ab. Ui, schwarzherzvolle Konstitution, warte mal, wir haben hier Heiltrank gegen Krankheit. So. Heiltrank gegen Krankheit, Dauer eine Sekunde. Und jetzt? Ist immer noch da. Dann muss ich vielleicht in einen Tempel gehen und mich verarzten lassen. Gegen die kämpfe ich vielleicht nochmal so. Beseitigen. Die haben aber auch einen Radius. Ich glaube, der lässt mich in Ruhe. So, kommen da vorne auch nochmal Gegner, oder? Kein Gegner. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das wäre die Wurzel davon, wäre so ein Quama-Auskundschafter. Wie weit sind wir eigentlich mit der Athletik? Athletik sind wir 49, aber ey, das beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt. Wir haben 137 an Gesundheit. Gibt es hier nicht noch andere Tränke oder so, die man
vielleicht nutzen kann, um Gesundheit oder so dauerhaft zu erhöhen. Also in die Richtung. Ah, ja, stimmt, da ist ja die Echse, mit der wir letztens noch gequatscht hatten. Von dem wir noch ein paar Klamotten bekommen hatten und so. Quatschen wir mal mit dem. Einmal kurz. Nicht so nah, ich möchte mich nicht bei euch anstecken. Ihr habt die Pest. Ihr seid eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sucht einen Altar des kaiserlichen Kultes oder einen Tempelschrein. Einen Heiler oder einen Trankmischer, wo ihr geheilt werden könnt. Sonst wird niemand mit euch reden. Dringende Angelegenheiten. Gut, dass die Hemden geliefert wurden. Ich danke euch. Neues Spiel. Neues Spiel, was? Nee, ich will den Spielstand behalten. Ah. Jetzt kommt der auch noch an. Okay, wenigstens trifft er uns etwas schlechter. Aber den Kampf können wir vielleicht damit schaffen. Mit dem Kurzschwert können wir den ein bisschen näher anlocken. Aber echt unglaublich, wir haben die Pest an uns gekriegt. Jo, komm, jetzt wird... Komm. Ah, weißt du das? Wenn wir den nicht treffen können. Jo. Da dauert jetzt aber echt ewig, bis wir den jetzt fertig machen können. Beseitigen und wir wechseln wieder auf das hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in Altrun sind. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!